Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Memory PC und zwar mit dem Gaming PC Intel Core i5 bla 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 bla. Das sind nur die technischen Specs für 999 Euro, runtergesetzt von 1199 Euro. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP CDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort den Code ein und dann habt ihr ein aktiviertes Windows. Dieses System wurde mir vorgeschlagen von No Tomorrow bei unserem Videovorschlägekanal. Er schreibt noch dabei, wäre interessant oder? Und das schauen wir uns jetzt mal an. Kommen wir wie immer erst zu dem Bild. Ja gut, es ist ein Gehäuse hier mit Meshfront. Hinten hat es einen Lüfter, ansonsten ist hier nichts los. Sieht man auch, wenn man in diese Beschreibung reingeht, weil das ja ein eigenes Gehäuse ist von Memory PC, dass halt wirklich nur ein Lüfter drin ist. Bei einem System, was jetzt nicht so viel Abwärme erzeugt, ist das irgendwo noch okay. Hier ist allerdings ein 12400F drin, das geht noch einigermaßen, aber eben auch eine 4070. Und wenn man die auslastet, wird die schon gut warm. Klickt man dann allerdings noch ein bisschen weiter durch die Bilder, sieht man hier halt ein Full RTX ROG Board. Man sieht hier oben die Wasserkühlung, eine TUF-Grafikkarte, 4 RAM-Riegel, die beleuchtet sind, also Corsair Vengeance RAM wird das wohl sein. Das ist alles so nicht vorhanden. Hier unten steht zwar, Produktbilder können optionale Komponenten enthalten, aber gut, wenn man diese Bilder sieht, geht man halt davon aus, man kriegt auch so ein System und das ist hier definitiv nicht der Fall. Zumal eine Wasserkühlung für einen 12400F auch gar nicht nötig wäre. Aber starten wir auch direkt mal mit dem Gehäuse. Das ist SQ Tower 05T, schwarz mit Glasfenster. Ist also eine Eigenproduktion von Memory PC. Das gibt es zwar so auf Geizhals, war aber noch nie so wirklich gelistet, deswegen finden wir da keinen Preispunkt. Was hier halt wichtig ist, Lüfter vorne 3x120mm optional. Das heißt also, die sind nicht mit dabei. Es ist nur der 120er Hecklüfter mit dabei. Sonst kann ich nicht viel zu dem Case sagen. Wenn vorne aber zumindest, sag ich mal, noch zwei Lüfter drin gewesen wären, wäre das halt schön gewesen, weil die Wasserkühlung, die die Luft potenziell mit raussaugen kann, fehlt halt auch. Wir nehmen deshalb einfach mal als Preispunkt das Endorphi Ventum 200 Solid und das kostet 46,89 € bei Mindfactory. Der Prozessor ist ein Intel Core i5-12400F. Der hat 6 Kerne, 12 Threads, 65 Watt TDP, kann sich allerdings bis zu 117 Watt reinschrauben und unterstützt offiziell DDR4-3200MTS bzw. DDR5-4800MTS. Im DDR4-Bereich ganz locker 3600MTS könnt ihr machen, DDR5 sage ich auch immer wieder dabei, so 6000, 6400, wie ihr wollt. Und einige fragen immer wieder, ja warum ist das denn so? Also Intel sagt quasi, der 12400F, den könnt ihr mit 4800MTS betreiben, auch dann mit 4 Riegeln. Wenn ihr allerdings nur 2 Stück nehmt, läuft das Ganze stabiler und dann könnt ihr auch höhere Taktraten nehmen. Allerdings sagt Intel dann halt auch, ja gut, wenn du 6000er da drauf nicht zum Laufen kriegst, ist das dein Problem. Wir garantieren nur bis 4800 im DDR5-Bereich. Der Prozessor an sich ist nicht schlecht, der ist natürlich schon ein bisschen älter, wir sind schon in der 14. Generation, klare Sache. Aber bei so einem günstigen System, sage ich mal, für 1000 Euro, kann man das durchaus noch machen. Der Sockel ist ja aktuell. Viel schlimmer ist gleich das Mainboard, was da kommt, aber da kommen wir gleich zu. Und der kostet 119,89 € bei Mindfactory. Wärmeleit Pastel, Thermal Grizzly Cryo Nord braucht ihr bei dem Prozessor nicht, aber es ist ganz nett, dass es mit dabei ist. Der CPU-Kühler ist ein SQ-Cooler 03L 95 Watt. Da seht ihr schon selber, mit dem Turbo deckt sich das nicht von Intel, der ist ein bisschen unterdimensioniert. Da es den aber auch nicht gibt, nehmen wir jetzt einen ähnlichen Top-Low-Kühler, auch mit 95 Watt, und zwar den Silence i250 PWM. Im Gaming-Betrieb glaube ich gar nicht mal, dass es da so Probleme gibt. Wenn ihr jetzt aber nebenbei noch streamt und eventuell auch über den Prozessor rendern wollt, was ich nicht empfehle, weil es nur ein 6-Kerner ist, aber falls ihr das macht, wird er halt mehr ausgelastet, dann könnt ihr Probleme kriegen wegen der Wärmeabfuhr. Ich hätte da definitiv einen anderen Kühler genommen. So ein Spartan 5 oder so, kostet glaube ich 20 Euro aktuell. Hätte der Kiste auf jeden Fall gut getan. Und der kostet 7,22 € bei Mindfactory. Das Mainboard ist ein Gigabyte H610M HV2 DDR4. Und das ist unter anderem jetzt halt auch so ein Punkt, auf dem Bild zeigen sie ein geiles System mit einem ROG-Board drin und hier haben sie halt so ein räudiges Micro-ATX-Board drin. Das hat keine gekühlten Spannungswandler. Das ist bei dem 12400 jetzt nicht so das Problem, aber ist halt kein Board für eine Gaming-Maschine. Dann haben wir 2 RAM-Steckplätze, die werden auch beide belegt, also erweitern ist er nicht mehr großartig. Hier kann eine SSD verbaut werden, hier kommt die Grafikkarte rein. Mit etwas Glück könnt ihr diesen Slot hier noch benutzen für irgendwie eine Capture-Card oder eine WLAN-Card oder so, weil das Board bringt auch kein WLAN mit.
mit. Was die Anschlüsse angeht, haben wir Mikrofon, Kopfhörer, Line-In, Netzwerkanschluss, 4x USB 2.0, 2x USB 3.0, HDMI und VGA-Anschluss und 2x PS2-Port. Sage ich immer wieder dabei, ist ein Büroboard. Sowas nennt man halt für eine Office-Kiste. Ne? Also nicht im Gaming-Bereich. Hier wird wieder schön billig drumherum gebaut, und zwar um die Grafikkarte. Also ich würde dieses Board niemals kaufen. Wenn ich mir jetzt so einen kleinen Medienserver oder so bauen will, ja okay, dann kann man das durchaus machen, aber nicht für eine Gaming-Maschine. Habe ich jetzt schon dreimal gesagt, ich will nur, dass ihr euch das merkt. Und das kostet 71 Euro direkt bei Memory PC über Amazon. Der Arbeitsspeicher sind 16 GB DDR4 RAM, 3200 MTSA Data Premier Black, 2x 8 GB Dual Channel. Und hier haben wir ein kleines Problemchen. Diesen RAM hier findet ihr bei Geizhals partout nicht. Ich habe ihn zumindest nicht gefunden. Es gibt den Premier, der ist dann allerdings grün und hat dann 3200 MTS CL22. Hier geben sie gar keine Timings an. Und sie waren auch schlau genug, von dem Aufkleber, der hier drauf ist, diese technischen Specs einfach wegzulassen, damit ihr halt nicht wisst, was ihr bekommt. Schauen wir uns mal den ADATA Premier DIMM 8 GB an, der ist grün. Da stehen alle Daten hier auf diesem Aufkleber drauf. 3200er, CL22 zum Beispiel jetzt, das ist sozusagen der RAM nur in grün. Und hier waren sie so schlau und haben es wegretuschiert. Das ist Wahnsinn. Also ihr wisst definitiv nicht, welche Timings ihr bekommt. Ihr wisst nur, okay, wir bekommen 16 GB 3200 MTS. Kann halt CL22 sein. Und glaubt mir, das merkt ihr. Gerade in den 1% Low. Wir haben da auch schon Messungen mit durchgeführt. Es ist Wahnsinn. Wir nehmen aber mal, da wir ja nicht 1:1 den finden, die nettere Variante. Und zwar nehmen wir hier halt auch so ein Dual-Kit. 16 GB 3200 MTS CL16. Das ist halt einfach nur gut gemeint. Weil kein Sch*** weiß, was da reinwandert. Bei einem 1000-Euro-System hätte ich persönlich auch 32 GB genommen, weil der RAM jetzt nicht so krass teuer ist. Aber gut, mit 16 GB, erstmal kommt ihr damit aus. Ich hätte also definitiv 32 genommen. Und der kostet 43,99 € bei Alternate. Die Grafikkarte ist eine Nvidia GeForce RTX 4070 12 GB InnoD3D Twin X2. Und das ist jetzt halt so der Punkt. Hier wird eine recht aktuelle Grafikkarte genommen, die 4070 eben. Die 40er Serie ist die aktuellste Serie. Und es wird billig drumherum gebaut. Der Prozessor, okay, kann man sich drüber unterhalten. Ist noch irgendwo okay. Mainboard ist billig. Ihr werdet es gleich auch noch sehen. Das Netzteil ist auch so eine Wucht. Also hier wird wirklich eine relativ gute Grafikkarte genommen in diesem Preisbereich und es wird billig drumherum gebaut. Die 4070 für Full HD und WQHD Gaming natürlich geeignet, 4K E-Sports Titel sage ich immer wieder dabei, das funktioniert tadellos. FPS ist dazu, findet ihr in der Videobeschreibung. Kommt nur nicht auf die Idee, da jetzt irgendwie in WQHD oder 4K die übelsten Brecher-Games auf volle Auslastung zu ballern, das funktioniert nicht. Und die kostet 529 Euro bei eBay über Knöken, wer auch immer das ist. Die SSD ist eine 1000 GB MSI Spatium M390. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 3300 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 3000 MB die Sekunde. Ja, ist in Ordnung für einen Gamer. 1 Terabyte bei einem 1000 Euro System, okay. Geschwindigkeit ist auch in Ordnung. Es gibt halt SSDs, die noch deutlich langsamer sind. Das hier ist jetzt so ein Mittelding. Und die kostet 94,90 € bei Notebooks billiger. Was erstaunlich teuer ist. Normalerweise kostet 1 Terabyte Speicher immer die Hälfte. Also ihr bekommt halt eine NM620 für roundabout irgendwie 60 Euro oder so. Eine Kingston NV2 ist noch günstiger. Ich wollte es nur gesagt haben. Aber das ist jetzt halt der aktuelle Preis bei Geizhals. Das Netzteil ist ein SQ-Byte Silent 600W 80+. Keine großartige Zertifizierung. Ist auch wieder so eine Eigenbrüderei von Memory PC. Wir nehmen jetzt als Vergleich einfach mal das Thermaltake TH2 S600W. Hat auch nur eine 80+ Zertifizierung. Und ja, 600W reichen für das System natürlich, klar. Ich würde aber nicht mehr großartig aufrüsten. Gerade bei dem Mainboard, da noch einen stärkeren Prozessor drauf zu schmeißen, würde ich partout lassen. Und das kostet 39,99 € bei digitalo.de. Windows ist nicht mit dabei, Standardbearbeitung, 2 Jahre Herstellergarantie, jo, passt. Und dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, diese Thermal Grizzly, also 1 Gramm werdet ihr wahrscheinlich sowieso nicht benutzen, da bleibt ein bisschen was übrig. Dann haben wir den alternativen CPU-Kühler, das alternative Gehäuse und das alternative Netzteil. Und da laden wir beim Gesamtpreis von 960,50 €. Und das Teil kostet 999 €. Preislich gesehen brauchen wir nicht drüber reden. Es ist wahrscheinlich eine größere Differenz auch wegen der SSD und so, aber so sind halt gerade die Preise. Dass Memory PC natürlich auch noch eine Menge spart, indem sie ein eigenes Gehäuse und ein eigenes Netzteil einsetzen und einen eigenen Kühler. Klare Sache, die sind im Einkauf noch weniger wert. Das Ding ist, man findet zu so einem System auch schlecht irgendwie eine Alternative, die sich auch in diesem Preisbereich bewegt.
Weil wenn wir ein System haben mit einer 4070, die Standalone ja schon ungefähr 600 € kostet, wird immer billig drumherum gebaut. Ich habe gerade mal aus Spaß bei Krotus geguckt, bei Dubaro und ich hatte auch bei Hardware-Rat geguckt, aber ich habe jetzt nichts Vergleichbares gefunden, was auch 1000 € kostet. Dann kosten diese Systeme meistens so 1200, dann habt ihr aber nicht diesen billigen Bums drumherum. Dann habt ihr da ein einigermaßen vernünftiges Board, 12.400 habe ich in dem Preisbereich sehr oft gesehen in Kombination mit einer 4070, das funktioniert ja auch. Ich würde von dem System trotzdem die Finger lassen. Ihr könnt halt hinterher auch nicht mehr großartig erweitern. Jetzt irgendwie einen 13.600K da noch drauf zu schmeißen, weil man irgendwie upgraden will, würde ich nicht machen. Das mit dem Netzteil, das würde ich auch nicht unbedingt an der Leistungsgrenze betreiben, also schwierig. Dass die natürlich diese RAM-Kennzeichnung wegretuschiert haben, spricht auch nicht gerade für sie. Ich würde die Finger davon lassen. Wenn ihr unbedingt jetzt eine 4070 wollt, okay, von mir aus, kauft ihn euch, das wird erstmal funktionieren, aber ihr werdet in ein, zwei Jahren sagen, was habe ich da eigentlich für einen Scheiß gekauft. Gut, das wär's dann auch wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mich nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.